Kramer, liebe Zuschauer, und willkommen zum Neo Magazin Royal. In der heutigen Sendung, die voll und ganz Daniel Kramer, unserem geliebten Idol, gütigen spirituellen Führer und weltlichen Herrscher, über alle Dinge gewidmet ist, werden folgende Personen beleidigt und lächerlich gemacht. Yannis Varoufakis, Sebastian Edati, Sami Slimani, Joko und Klaas, Jürgen Domian, Waldemar Putin, Tim Cook, Apple Watch Vorbesteller, Paul Ronsheimer und Udo Ulfkotte. Des Weiteren diffamiert Moderator Jan Böhmermann folgende gesellschaftliche Minderheiten: Linkshänder, Fans des 1. FC Köln, Kleinwüchsige, Frauen, Heterosexuelle, Werwölfe, Westerhagen-Fans, Männer, Aspekte-Redakteure, alle Menschen, die um diese Zeit noch das ZDF schauen, sowie den Jörg Pilawa Fanclub Bad Honnef. Ich wünsche gute Unterhaltung. Neo Magazin Royal mit Jan Böhmermann. Folge 6: Dumm und naiv. Mein Name ist William Cohn. Zu Gast heute Josef Hader. Musik: Dendemann und die Freie Radikale. Schau mal an, ja, und die Band ist so frei und radikal. Das ist der Neo Magazin Royal. Und hier ist Jan Böhmermann. Vielen Dank. Vielen Dank. Stelle und die Freie Radikale. Hallo, bitte. Das kostet 6,9 Millionen Euro. Schnecke. Vielen Dank, herzlich willkommen im Neo Magazin Royal am Donnerstagabend in der zweiten deutschen Mediathek und im ZDF Neo und am Freitagabend im ZDF. Schönen guten Abend, hallihallo, was für ein tolles Wetter draußen, was für ein schönes Wochenende steht uns vor der Tür. Nochmal kurz ablachen hier in der Nacht im Neo Magazin Royal. Unser Gast heute, Josef Hader, Österreichs Number One Topstar, gleich nach Reinhard Fendrich und Falco, aber die sind ja bekanntermaßen beide tot. Oder fühlt sich so an. Meine Damen und Herren, alles gut, okay. Vielen Dank. Wir haben die Zeit nicht, denn Sie machen nicht genug Rundfunkgebühren locker, meine Damen und Herren. Wir müssen uns ein kleines bisschen beeilen. Und bevor wir in die Sendung reingehen, gibt es eine etwas tragische Nachricht. Letzte Woche zu Gast, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, war Jürgen Domian, Deutschlands Night Talker Nummer 1. Und nur 3 Tage, nachdem er hier zu Gast war, in dieser Sendung im Neo Magazin Royal, hat Jürgen Domian seinen Rücktritt von seiner 20 Jahre währenden Sendung angekündigt. Und viele Leute haben mich danach gefragt, Mensch, Jan, hat das was mit deiner Sendung zu tun, mit deinem Team? Was ist vorgefallen? Ich habe immer leugnen müssen, durfte nicht die Wahrheit sagen. Und jetzt hier an dieser Stelle kann ich es verraten, ja, wir hier im Neo Magazin Royal haben sehr direkt mit dem Ende von Jürgen Domians Fernsehkarriere zu tun. Es hat mit den Dingen zu tun, die er in der Sendung gesagt hat, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Das war wirklich schockierend. Wir haben es für Sie nochmal zusammengefasst. Am vergangenen Montag verkündete der beliebte WDR-Talker Jürgen Domian das Ende seiner Show und versetzte damit Deutschland in Schockstarre. Warum ist nach 20 Jahren Domian jetzt plötzlich Schluss? Ist gar sein Auftritt letzte Woche im Neo Magazin Royal der Grund für das Ende seiner Fernsehkarriere? Ja, ziemlich sicher. Also, würde ich schon sagen. Also, dabei wirkt er am Anfang der Show noch ganz normal. Bei mir ist Jürgen Domian. Ich find's so super hier. Ich meine, klar, Domian kennt Deutschlands Geheimnisse und die wollte er bei mir in der Show auspacken. Und ich habe ihn noch gefragt, Jürgen, bist du dir sicher, dass du das willst? Ja, natürlich, ja, ja, klar. Ja, ja, jetzt überleg gerade. Klar, wir Leute aus der Medienelite, wir kennen natürlich politische Interna. Dass Angela Merkel ein Reptoid ist, dass Sigmar Gabriel in den ersten 15 Folgen TKKG Klößchen gesprochen hat. Oder hier jetzt diese neue Geschichte mit Wolfgang Schäuble. Dass er vielleicht als Bundespräsident gehandelt wird, falls Gauck nicht nochmal antritt. Echt? Ja, Schäuble und von der SPD Steinmeier. Unsere Verbindungsleute vom amerikanischen Geheimdienst sagen immer, ihr dürft das alles wissen, aber ihr dürft öffentlich nicht darüber sprechen.
Und dann hat er das mit der Nationalmannschaft erzählt. Ich meine, die sind ja auch sexuell offen. Die Fußballer, ja, aber ich dir Sachen erzählen. Und dann hat Jürgen sich völlig vergessen. Er hat in meiner Sendung öffentlich zugegeben, dass er kleine, niedliche Pferde schlägt. Ich glaube, ich würde dem Pony eins ins Gesicht geben. Ich dachte, ich habe mich verhört. Habe ich nochmal nachgefragt. Jürgen, was willst du? Einem süßen Pony ins Gesicht schlagen. Klar, nach der Show gab es Beschwerden ohne Ende. Zentralrat der Ponys, Bundesverband Deutscher Kleinpferde, Shetland Society. Ich habe schon geahnt, der WDR muss Jürgen Domian fallen lassen. Und dann das Interview mit der Vorsitzenden des WDR-Rundfunkrats, Ruth Hieronymi. Dass Domian mal so enden würde. Wie Kachelmann. Nur mit Pferden. Dabei sagt er schon das Sprichwort: Einem kleinen Gaul schlägt man nicht aufs Maul. Das macht man einfach nicht. Ich glaube, ich würde dem Pony eins ins Gesicht geben. Sie sind zu Recht geschockt wie ich. Gibt's ja nicht. Jürgen Domian. Ja, Fernsehkarrieren enden oft schneller, als man sich das so vorstellen kann. Aber das Gute ist für Jürgen Domian, es gibt bereits eine Anschlussverwendung. Es ist bereits bekannt, was Domian ab 2016 machen möchte, wenn seine Sendung nicht mehr ist im WDR. Er möchte das große Sat.1 Ponyboxen moderieren. Übrigens, der Hashtag des heutigen Tages. Hashtag Ponyboxen. Hashtag Ponyboxen. Oh, und ist das ein schönes Wetter draußen. William, was machst du am Wochenende eigentlich? Ich fahre an den Strand eine Frau treten. Du fährst an den Strand eine Frau treten, sag mal? Das gibt's doch wohl gar nicht. Aber sag mal, hast du nicht Bock für diese tolle, unabhängige Internetplattform Krautreporter, demnächst mal einen Videoblog zu schreiben oder sowas? Irgendwie Videoblog-mäßig, die suchen noch Leute. Eine Idee für irgendwas? Kohn und Naiv. Kohn und Naiv, ja. Sag mal, wie heißt nochmal dieser, der griechische Finanzminister, wie heißt er noch? Meine Damen und Herren, da gebt mir die Hutschnur hoch, haben Sie das mitbekommen? Griechenland möchte Geld von Deutschland haben als Entschädigung für den Zweiten Weltkrieg. Das gibt's doch gar nicht. Buh! Ich habe direkt gesagt, nee, pass mal auf, Freundin, so nicht. Okay, Zweiter Weltkrieg war unsere Schuld, aber Costa Cordalis war eure Schuld. Ich glaube, wir sind quitt. Wir sind quitt. Letztens beim Griechen noch, wollen Sie noch nach der Bifteki-Platte einen Uso? Ich so, ja, gerne. 332 Milliarden Euro, bitte. Auf einmal kommen die dann, zählen die. Wie spät ist es eigentlich? Ich habe leider gerade kein Internet. Ich weiß nicht, wie spät es ist. Nee, wie spät ist es jetzt gerade, bitte? Schaut doch einfach auf die Uhr. Lalalalalala, tick-tack, tick-tack, tick-tack. Meine Damen und Herren, am Montag hat Apple-Boss Tim Cook zum zweiten Mal die Apple Watch vorgestellt. Beim ersten Mal war es schon geil, beim zweiten Mal war es richtig geil. Und die größte Überraschung für uns Apple-Maniacs, der Akku der Apple Watch hält einen ganzen Tag 18 Stunden lang. Also 18 Ein Tag dauert seit Montag ab sofort, also 18 Stunden, damit das Universum nicht in sich zusammenfällt, bedeutet das, das Jahr hat ab sofort 486 Tage. Es gibt drei neue Monate, also den Cooper-Tember, den Stevember und den Jobsuar. Und damit es rechnerisch hin hat, noch zwei neue Wochentage, den Dienstag Mini und den Freitag R. Das ist, damit das, der Akku... Oh, ich bleib heute lieben, ist Freitag R heute. Oh. Der Akku der Apple Watch hält 18 Stunden, oder wie man in den Apple-Fabriken in China sagt, eine Frühschicht. Die Apple Watch funktioniert übrigens nur zusammen mit einem iPhone. Das hat einen Nachteil. Wenn das Handy ins Klo fällt, ist auch die Uhr kaputt. Aber einen großen Vorteil, wenn man gerade mit der Uhr telefoniert, dann kann man auf dem Handy mal gucken, wie spät es ist. Ist das nicht... Wie spät ist es denn jetzt gerade? Tut mir leid, Jan. Ich finde keine Informationen zu den Mondphasen. Hey, diese Spezialedition... Wie spät es ist. Hallo, wie spät? Das habe ich nicht ganz verstanden. Meinst du Glashäufer-Umlauf? Nein, nicht Glashäufer-Umlauf. Wie spät es ist. Meinst du Glashäufer-Umlauf? Viele Promis tragen jetzt auch die Apple-Uhr. Lena Meyer-Landrut hat ein bisschen zugelegt in letzter Zeit, aber trägt auch die Apple-Uhr als Gürtel. Schick. Und K1 hat schon so einen Bock auf die neue Apple Watch. Er überlegt sogar zu lernen, die Uhr zu lesen. Was? Ich schreibe mich an der Uni ein, ich lerne jetzt Uhr. Also der große Zeiger. Hey, liebe Internetfreaks! Neuigkeiten aus der Levante. ISIS hat ein eigenes Facebook gegründet. Das alte war wohl nicht halal, keine Ahnung. Haben jetzt ein eigenes Facebook gegründet und natürlich eine mega Erfolgsstory. Die Nutzerzahlen sind explodiert, direkt nach dem ersten Tag.
Oh, was, da kommt was rein, eine Meldung? Oh, oh. Was? Nur eine Feindschaftsanfrage? Mal gucken. Klick, klick. Die ganze Welt möchte dein Feind sein. Oh, ist doch nicht schlecht. Das neue ISIS-Facebook ist eine tolle Idee. Gibt nur einen Beziehungsstatus. Es ist unkompliziert. Sie macht einfach, was ich sage. Und immer tolle News in der Timeline. Ach, guck mal hier. Jihadi John hat eine Geisel geteilt. Hashtag Ponyboxen, meine Damen und Herren. Hier ist Ihre Tierquälershow und Tierquälerei, das wissen Sie, wurde erfunden von Chuck Norris. Am Dienstag ist er 75 Jahre alt geworden, hat alle Kerzen auf seiner Geburtstagstorte auf einmal ausgeblinzelt. Aber wir brauchen keinen Chuck Norris, denn wir haben einen Dende. Dende, oder haben wir dich? Ja, wir haben dich. Dende! Boom, boom, Chuck Norris. Boom, boom, Chuck Norris. Ein links, zwei rechts und ein Boom, Boom, Chuck. Dreimal hoch für den Mann, der nicht drumrum schlackt. Der seit 75 Jahren in den Jungbrunnen kackt. Happy Birthday, nix für ungut, Chuck. Kein Kopf ist zu hoch für einen Roundhouse-Kick. Der Hormonpegel, bei dem jede Frau austickt. Jeglicher Widerstand ist ohne Zweck, denn er besteht nur aus Muskeln, Bohnen und Speck. Über Texas Ranger werden keine Witze gemacht. Denn Chuck hat schon Bruce Lee zum Schwitzen gebracht. Wir haben Dumm, Dumm, Boris, seine Dumm, Dumm. Storys, doch es gibt nur einen Chuck zu dem Boom Boom Norris. Boom Boom Chuck Norris. Boom Boom Chuck Norris. Boom 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 Chuck Norris. Dende und die Freie Radikale. Hashtag Ponyboxen. Zu Gast heute Josef Harder, Österreichs Superstar Number One. Meine Damen und Herren, bevor wir weitermachen mit der Sendung, das können Sie sich nicht vorstellen. Wie heißt das nochmal, was die Leute früher gelesen haben? Das ausgedruckte Internet, genau. Zeitschriften. Ich war kürzlich im Kiosk und ich stehe da vor dem Zeitschriftenregal und ich denke so, verdammt nochmal. Also diese Leute vom Focus, die sind ja wirklich mega dreist. Erstmal imitieren den Look vom Spiegel und dann auch das ist ja mega peinlich. Dann habe ich gesehen, okay, ist nicht der Focus, ist der Spiegel. Und dann dieser peinliche, seitdem der neue Chefredakteur da ist, ein Tippfehler auf der Titelseite. Muss das sein? Ich wollte mich gerade aufregen, blätter durch den Spiegel und dann saugen sich meine Augen an einem Artikel fest. Meine Damen und Herren, Sie glauben das nicht. Schauen Sie mal hier. Ein Artikel von Jan Fleischhauer über Udo Ulfkotte. Kennen Sie Udo Ulfkotte? Kennen Sie nicht? Bestsellerautor, war glaube ich 73 Jahre bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, bis er vom Blitz getroffen wurde und gleichzeitig von der Spinne gebissen und Superkräfte entwickelt hat. Und seitdem weiß, wer hinter allem steckt. Udo Ulfkotte ist der einzige Mensch Deutschlands, jetzt gekaufte Journalisten, mega Erfolg, der weiß, dass der amerikanische Geheimdienst uns von der Systempresse lenkt und steuert. Und in diesem Artikel, das ist wahnsinnig interessant, toller Artikel, kann ich sehr empfehlen. Kaufen Sie mal den Spiegel, ich weiß nicht, wie macht man das nochmal? Wie kauft man nochmal Zeitungen? Geht das auch online? Ich glaube nicht. Bringt nicht die Post? Die bringt, glaube ich, die Post, ja. Klauen Sie die aus dem Briefkasten Ihres Nachbarn. Und hier steht in dem Artikel, wie Udo Ulfkotte lebt. Und ich bin fast hinübergefallen. Wir leben im Wald. Auf einem autarken Gelände, sagt Ulfkotte, nur der Pfarrer und der Bürgermeister wissen, wo er wohnt. Also muss man vielleicht mal veranschaulichen. Also benutzen Sie mal Ihre Fantasie. Stellen Sie sich mal vor, so wohnt Udo Ulfkotte, Deutschlands Top-Journalist Nummer 1. Wir leben im Wald auf einem autarken Gelände, sagt Ulfkotte bei der Kontaktaufnahme. Nur der Pfarrer und der Bürgermeister wissen, wo er wohnt. Das Haus sei in einen See gebaut, mit eigener Strom- und Wasserversorgung. Wer sich ihm unerkannt nähern möchte, müsse über einen meterhohen Zaun und dann durch eine Gänseherde. Gänse schlügen noch besser an als Hunde. Hier, da sieht man die Gänseherde. Ja. Ja, was? Ich habe mir ein bisschen die Nägel schön gemacht. So lebt Udo Ulfkotte. Und dann schauen Sie mal, in diesem Turm aus purem Kryptonit, hinter einer 7 Meter dicken Stahlbetontür, in einem faradayischen Käfig aus brennenden Plutoniumstäben, sitzt an einem alten elektrischen Schreibmaschinengerät der Mann, der als Ghostwriter die Bücher und Artikel von Udo Ulfkotte schreibt. Denn selbst hinter Udo Ulfkotte zieht noch jemand die Strippen, nämlich sein Stiefbruder Florentin Ulfkotte. Meine Damen und Herren, haben Sie sich immer schon mal gefragt, warum Sie Ihr Kind gegen Kinderkrankheiten wie Masern oder Kinderlähmung impfen lassen sollen? Ich meine, das sind Kinderkrankheiten. Sag doch das Wort schon, das können doch keine schwierigen Krankheiten sein. Das kriegen doch Kinder so hin, auch ohne Impfung. Florentin Ulfkotte, meine Damen und Herren, unser Mitarbeiter und der Mann, der hinter Udo Ulfkotte die Strippen zieht, deckt auf, wer wirklich hinter der Impfpflicht steckt und weiß vor allen Dingen, was die Satellitenschüsseln auf ihrem Balkon damit zu tun haben. Das sind wahre Fakten. Faszinierend. Wir
Wir leben in einer Welt, in der Täuschung und Realität nah beieinander liegen. Lassen Sie mich Ihr Schaffner des Vertrauens sein. Ausstieg in Fahrtrichtung Wahrheit. Es ist ja hinlänglich bekannt, dass uns Staat, Wirtschaft und Geheimdienste vollständig kontrollieren, indem sie uns bereits im Kindesalter chemische Substanzen verabreichen. Angstwort: Impfpflicht. Doch wer profitiert am meisten davon, den kleinen Mann durch Impfungen zu kontrollieren? Nein, nicht die GEMA. Denken Sie doch mal an die unseriöseste Internetschmuddelseite, die Sie kennen. Richtig. Amazon. Der Beweis ist im Amazon-Einkaufswagen versteckt. Dreht man diesen um, erkennt man deutlich, wie der kleine Mann, also wir, so lange vom Großen geschüttelt wird, bis das Geld aus ihm herausfällt. Nicht umsonst ergibt Amazon, rückwärts gelesen, Osama. Amazon wurde 1994 in Seattle gegründet. Nirvana-Sänger Kurt Cobain starb 1994 in Seattle. Wer hier an einen Selbstmord glaubt, leugnet womöglich auch, dass MH370 schon vor einem Jahr auf Befehl des Mossad sicher im Jemen gelandet ist. Nirvanas Album Nevermind, ein Anagramm von Doktor, Venen und Im. Eine dreiste Botschaft der faschistischen Impflobby? Oder steckt jemand ganz anderes dahinter? Jemand, der nicht möchte, dass wir wissen, dass es ihn gibt? Der Leibhaftige. Ja, Mephistopheles steckt bekanntermaßen hinter zahlreichen Großkonzernen. Doch ohne den Teufel an die Wand malen zu wollen, ist die Botschaft Luzifers wirklich nur so verschlüsselt zu empfangen? Oder schafft es der Pferdefuß auf viel direkterem Weg in unsere Gehirne? Satan. Glauben Sie wirklich, das steht für Satellitenantenne? Ernsthaft? Da war ja 9/11 besser inszeniert. Und jetzt raten Sie mal, wo man die unheilbringenden Schüsseln des Bösen kaufen kann. Amazon. Verkaufsrang 562.545. Addiert man hierzu die Zahl des Teufels, 666, erhält man die Telefonnummer von Michelle Obama. Ihr Florentin Ulfkotte. Vielen Dank, Florentin Ulfkotte, für diese erhellenden Erkenntnisse. Sie sehen das Neo-Magazin Royal. Hashtag der Woche lautet Ponyboxen. Und wir kommen nun zu unserem heutigen Gast. Er kommt aus dem Land, das die Ponys erfunden hat, denn sie sind letztlich direkt in direkter Linie verwandt mit dem österreichischen Königshaus. Sein aktueller Film, Das ewige Leben, seit 5. März im Kino. Der erfolgreichste österreichische Film seit vielen Jahrzehnten in Österreich. In Deutschland auch erfolgreich ist, aber er ist ein absoluter Superstar. Der Superstar Österreichs. Er ist ein wahnsinnig schlechter Interviewgast, hat er mir vorher gestanden. Das macht nichts, denn ich bin ein wahnsinnig schlechter Interviewer. Hier ist Josef Harder! Ja, jetzt kommst du dir hart vor, aber du bist kein Harder. Ja, jetzt kommst du dir hart vor, aber du bist kein Harder. Josef Harder, faster, stronger. 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 Ah ja. Hat die Kunde von Udo Ulfkottes Anwesen schon Österreich erreicht? Nein. Oder wohnt da jeder so? Nein. In einem Wald, auf einem autarken Gelände, nur der Pfarrer und der Bürgermeister wissen, wo er ist. So, das ist eine Vorstellung aus den 50er Jahren, wo nur der Pfarrer und der Bürgermeister im Ort was zu sagen haben. Aber was ist ein autarkes Gelände? Keine Ahnung, wahrscheinlich mit so einem eigenen Atomkraftwerk im Keller. Wo selber was wächst, von selber was wächst. Die Österreicher sind ja so ein Völkchen, die so ein bisschen ungewöhnlich leben, teilweise noch 3 oder 4 Familienkeller haben. Das würde eigentlich... Ja, ja. Ist doch jemand...
der eventuell auch nach Österreich passen könnte. Vom Gesicht her absolut degeneriert und so. Meine Damen und Herren, Josef Harder ist auf der Durchreise. Heute Abend, ich glaube, Kinopremiere in Köln oder zumindest eine Vorstellung Ihres aktuellen Films. Ja. Wenn Sie nicht wissen, das kann ja sein, wer Josef Harder ist. Wir haben was für Sie vorbereitet, ein kleines Geschenk für Sie und vor allen Dingen für Sie, liebe Unwissende da draußen. Das ist Josef Harder. Meine Herren, lassen Sie Ihre Frauen besser angekettet, denn the Wiener Schmäh is in the house. Und dieser Harder ist so erfolgreich, witzig und beliebt, dass er eigentlich Deutscher sein müsste. Na, zum Glück haben wir ja noch Mozart, Udo Jürgens, William Kohn und Christoph Waltz. Eat this, Schweiz! Faster, Harder, Josef. Geboren als schönstes, schlauestes und einziges Kind seiner Eltern, wuchs der kleine Josef auf dem elterlichen Bauernhof auf. Im feuchtwarmen Altherrenschoß der katholischen Kirche entschied sich Harder ganz bewusst gegen eine Jugend als Partyhengst und wurde stattdessen Chorsänger, Ministrant und Bettnässer. Später begeisterte Österreichs erfolgreichster Export seit dieses größenwahnsinnigen Bartträgers mit Kabarettprogrammen wie Privat und Im Keller fast alle 47.928 Einwohner seines Heimatlandes. Für seine Filme, seine Bücher und seine traurigen Augen erhielt der auf Lunge rauchende Melancholiker unter anderem den Fernsehpreis, den Grimme-Preis, den Göttinger Elch und die goldene Vielmann-Kundenkarte. Liebe Rockerbanden und Gangsterrapper, merkt euch eins. You may be hard, but Josef is harder. Josef Harder. Sehr schön. Oh. Bedienen Sie sich. Die erste Frage muss erlaubt sein. Ich bin auch mal zwei, drei Wochen mit so einem Schnurrbart im Gesicht rumgelaufen. Ist das ein Privatschnurrbart oder ein Dienstschnurrbart? Dienstschnurrbart. Ich soll Stefan Zweig spielen im Frühjahr. Ach, guck an. Ich weiß noch nicht genau, wie das geht, aber ich habe mal den Bart mir zugelegt. Ist das so, dass man als, also Sie sind ja Kabarettist, ich glaube im Hauptberuf, oder ja. Sind Sie mittlerweile, also Hauptberuf ist Kabarettist und dann Schauspieler. Es gibt ja bei Schauspielern diese berühmte zwischen den Filmen Frisur, wo man sie einfach gehen lässt, wo man einfach mal man selber ist, und so ein Schnurrbart könnte Ihnen doch auch stehen dafür. Ich mache nur alle paar Jahre einen Film, dadurch wäre das zu lang. Den möchte ich nicht so lange haben, den Schnurrbart. Sie sind ein absoluter österreichischer Superstar. Ich habe es im Warm-up schon mal gesagt. Ich glaube, der einzige Superstar, der noch lebt. Hitler ist tot, Falco ist tot, Conchita Wurst ist, glaube ich, verschwunden irgendwo. Das ist eine Bürde als jemand, der so ein prominenter Österreicher ist und vor allem in Deutschland so einen Erfolg hat, oder? Ich bin, glaube ich, der einzige Kabarettist, der in Deutschland so oft auftaucht. Dadurch hat man den Eindruck, ich wäre in Österreich berühmt. Bin ich gar nicht so. Sie sind in Österreich nicht berühmt? Nein. Ich mache hier und da einen Kinofilm, den sehen halt dann 200.000 Österreicher, und dann mache ich ein Kabarettprogramm, das sehen ein paar hundert pro Abend. Also lauter so Dinge, wo Menschen wohin gehen müssen und Eintritt zahlen, und dadurch bin ich nicht so berühmt, weil ich nicht im Fernsehen bin. Da muss ich aber fragen, aber Hitler kennen die Österreicher schon, oder? Die meisten ja, ich würde jetzt auch nicht mehr die Hand ins Feuer legen, dass ihn jeder erkennt sofort. Mich hat kürzlich über Facebook eine Anfrage erreicht von so einer Stiftung, die derzeit in Braunau am Inn überlegt, was man mit diesem Hitlerhaus, ja, in dem er geboren wurde, machen soll. Und die fragen wohl offensichtlich so Leute, die mehr oder weniger Z- oder Sonderzeichen-Promis sind. Und haben auch mich gefragt, was würden Sie mit dem Haus machen? Ich habe mich der Antwort verweigert, weil ich es gar nicht wusste. Hätten Sie eine Idee, was man mit Hitlers Geburtshaus machen können, sollte, dürfte? Ich finde es eigentlich eh schön, weil es ist ja keine Aufschrift drauf. Man weiß nicht, dass es Hitlers Geburtshaus ist. Genau, weil man Angst hat, da kommen dann die falschen Wallfahrer hin. Mhm. Also ist das Haus dadurch gekennzeichnet, dass immer eine Gruppe Japaner davor steht und Fotos macht. Und wenn man sie anredet, dann grinsen sie immer und sagen Hitler, Hitler und rennen weg. Wirklich so. Könnte man denn, also erstmal müsste man das ja kennzeichnen, das wäre das Erste. So eine große, riesige Leuchtreklame obendrauf. Hier, Hit, aber vorsichtig, man muss die richtigen Gefühle haben. Vielleicht, ja, in der Leuchtreklame mit drin. Und dann könnte man, warum denn nicht, entweder ja, ein Subway unten rein oder sowas. Oder irgendwie, also ich meine, die Leute, machen uns nichts vor. Die meisten Touristen kommen nach Berlin und wollen gucken, wo waren die Nazis. Das wird doch in Braunau auch nicht anders sein. Nur in Braunau gibt es fast nichts anderes zu schauen. Man fährt nach Braunau wegen dieses Hauses. Das muss man auch touristisch ausnutzen. Ja, ja, es ist auch eine Gegend, die Tourismus vertragen könnte. Es ist nichts los. Ich war dort, ich habe gespielt an Hitlers Geburtstag.
Oh, wie sind da die Straßen geschmückt und die Kinder? Die Kinder sind geschmückt, genau. Nee, es war Staatspolizei in der Vorstellung. Oh. Sie haben aber gesagt, es ist unnötig, an Hitlers Geburtstag fahren echte Nazis nicht hin. Sie sollen auch Hypochonder sein, habe ich gelesen. So ein echter, so ein Show-Hypochonder oder so? Nein. Einer, der nur so ein bisschen... ich habe so einen Pschirembel zu Hause, das ist so ein medizinisches Fachbuch, wo man sofort nachschlagen kann, wenn man irgendwas spürt und dann das Schlimmste findet und so. Aber das gibt im Internet auch Probleme. Netdoktor.de zum Beispiel kann man tagelang, nächtelang vorhängen und gucken, wie man von einem Husten auf einmal zu Darmkrebs kommt. Das geht relativ schnell mit so vier Klicks. Und auch so ein Phobiker, was so Berührungen angeht. Also zum Beispiel als Kabarettist und wenn man in verschiedenen Spielorten ist, ein heikles Thema immer Mikrofone. Mikrofone, die dann immer vom Veranstalter gestellt werden, die immer schon so ein bisschen so riechen, als wäre irgendwie Roberto Blanco vorgestorben. Und auch so bakteriell, glaube ich, nicht ganz so einfach sind. Ich habe mein eigenes mit. Ah, ja. Aber ich habe auch, das liegt daran, dass ich einen eigenen Techniker mit habe. Auch aus bakteriellen Gründen, weil die anderen einfach so, mich juckt. Damit ich nicht depressiv werde. Wenn man allein herumfährt, wird man irgendwann Blues-Gitarrist. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Und wenn man Kabarett machen will, dann sollte man irgendwie mitnehmen. Und ich habe den mit, der spielt auch mit in der Vorstellung. Das ist sehr hilfreich. In dem aktuellen Film sind wahnsinnig viele Moped-Szenen. Da habe ich mich gefragt, ob Sie das selbst reingeschrieben haben, weil Sie Moped-Fahren geil finden. Mit dem Moped machen wir so eine österreichische Verfolgungsjagd, die immer langsamer wird. Wir haben uns gedacht, wir machen das umgekehrt. Das beginnt eh nicht wie eine richtige Verfolgungsjagd, sondern wie eine österreichische Verfolgungsjagd, also eh schon langsam. Und weil die zwei, die sich da verfolgen, alt und müde sind und beide schwer krank, wird die immer langsamer. Es geht so den Schlossberg von Graz hinauf mit 5 km/h, bis es irgendwann zum Stillstand kommt. Die Verfolgung sagt. Und die stehen dann da und sind so geschwächt, dass sie sich gar nicht mehr umbringen können. Können Sie über Deutsche lachen? Also im Sinne von, also echt über Deutsche lachen? Ja, also über Kollegen oder? Also ja, jetzt nicht im Sinne von, der ist aber scheiße. Über Künstler? Nee, also gibt es deutsche Künstler, die Sie als Österreicher, unterstellen immer einen höheren Anspruch als uns Deutschen humormäßig. Oder ist das falsch? Nein, sind Sie gar nicht so anspruchsvoll? Nein, sind wir nicht. Ich lache zum Beispiel total gerne, nicht gerne, aber ich lache auch immer über schlechte Witze. Sehr laut. Und es ist wahrscheinlich aus Höflichkeit, aber ich krieg's nicht weg. Nein. Aber es ist wirklich so. Nein, jetzt ernst, um die Frage zu beantworten. Ja, ja. Es gibt ganz tolle Kollegen hier in Deutschland, die ich und Kolleginnen, muss man ja auch sagen. Helge Schneider oder Dieter Hildebrand. Sofort gekauft, ja, auch gekauft. Reinhard Grebe, Georg Schramm. Toll. Und so weiter. Und man könnte noch Tausende aufzählen, aber leider die Zeit, meine Damen und Herren. Nächste Woche Bestseller-Autorin und Rockstar Sibylle Berg. Josef Fader muss jetzt ins Kino. Schauen Sie sich seinen Film an. Das ewige Leben ist ein toller Film. Wenn Sie Wolf Haas mögen oder Josef Fader oder Kino im Allgemeinen und österreichische Verfolgungsjagden, die nicht zu gefährlich sind. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Dende und Band William Kohn, vielen Dank. Dankeschön, Herr Hahn. Vielen Dank. Sie seien die Sprinky Note des Neo Magazin Royal. Alle in den vergangenen 30 Minuten gezeigten Produkte sind ab sofort zu Preisen ab 13.000 Euro im ZDF-Shop erhältlich. Wir sehen uns nächste Woche wieder, dann präsentieren wir Ihnen das neue Neo Magazin Royal Air, noch weniger Inhalt und noch leichtere Unterhaltung im edlen Schwarz-Weiß-Look. Mit Algorithmus statt Redaktion und statt Jan Böhmermann, moderiert von Siri. Ich freue mich schon. Tschö mit Ö. Troll the Respawn, Jeremy. Doch es gibt nur einen Chuck zu dem Boom Boom Norris. Boom Boom Chuck Norris. Boom Boom Chuck Norris. Boom Boom Chuck Norris. Boom Boom. Boom Boom. Chuck Norris. Dende und die Freie Radikale. Hashtag. Ponyboxen. Zu Gast heute Josef Hader, Österreichs Superstar.
Number One. Meine Damen und Herren, bevor wir weitermachen mit der Sendung, das können Sie sich nicht vorstellen. Wie heißt das nochmal, was die Leute früher gelesen haben? Das ausgedruckte Internet, genau. Zeitschriften. Ich war kürzlich im Kiosk und ich stehe da vor dem Zeitschriftenregal. Ich denke so, verdammt nochmal. Also diese Leute vom Focus, die sind ja wirklich mega dreist. Erstmal imitieren die den Look vom Spiegel und dann auch das ist ja mega peinlich. Dann habe ich gesehen, okay, ist nicht der Focus, ist der Spiegel. Und dann dieser peinliche, seitdem der neue Chefredakteur da ist, ein Tippfehler auf der Titelseite. Muss das sein? Ich wollte mich gerade aufregen, blätter durch den Spiegel und dann saugen sich meine Augen an einem Artikel fest. Meine Damen und Herren, Sie glauben das nicht. Schauen Sie mal hier. Ein Artikel von Jan Fleischhauer über Udo Ulfkotte. Kennen Sie Udo Ulfkotte? Kennen Sie nicht? Bestsellerautor, war glaube ich 73 Jahre bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, bis er vom Blitz getroffen wurde und gleichzeitig von der Spinne gebissen und Superkräfte entwickelt hat. Und seitdem weiß, wer hinter allem steckt. Udo Ulfkotte ist der einzige Mensch Deutschlands, jetzt gekaufte Journalisten, mega Erfolg, der weiß, dass der amerikanische Geheimdienst uns von der Systempresse lenkt und steuert. Und in diesem Artikel, das ist wahnsinnig interessant, toller Artikel, kann ich sehr empfehlen. Kaufen Sie mal den Spiegel, ich weiß nicht, wie macht man das nochmal? Wie kauft man nochmal Zeitungen? Geht das auch online? Ich glaube nicht. Bringt die nicht die Post? Die bringt, glaube ich, die Post, ja. Klauen Sie die aus dem Briefkasten Ihres Nachbarn. Und hier steht in dem Artikel, wie Udo Ulfkotte lebt. Und ich bin fast hinübergefallen. Wir leben im Wald. Auf einem autarken Gelände, sagt Ulfkotte, nur der Pfarrer und der Bürgermeister wissen, wo er wohnt. Also muss man vielleicht mal veranschaulichen. Benutzen Sie mal Ihre Fantasie. Stellen Sie sich mal vor, so wohnt Udo Ulfkotte, Deutschlands Top-Journalist Nummer 1. Wir leben im Wald auf einem autarken Gelände, sagt Ulfkotte bei der Kontaktaufnahme. Nur der Pfarrer und der Bürgermeister wissen, wo er wohnt. Das Haus sei in einen See gebaut, mit eigener Strom- und Wasserversorgung. Wer sich ihm unerkannt nähern möchte, müsse über einen meterhohen Zaun und dann durch eine Gänseherde. Gänse schlügen noch besser an als Hunde. Hier, da sieht man die Gänseherde. Hier. Ja was? Ich habe mir ein bisschen die Nägel schön gemacht. So lebt Udo Ulfkotte. Und dann schauen Sie mal, in diesem Turm aus purem Kryptonit, hinter einer 7 Meter dicken Stahlbetontür, in einem faradayischen Käfig aus brennenden Plutoniumstäben, sitzt an einem alten elektrischen Schreibmaschinengerät der Mann, der als Ghostwriter die Bücher und Artikel von Udo Ulfkotte schreibt. Denn selbst hinter Udo Ulfkotte zieht noch jemand die Strippen, nämlich sein Stiefbruder Florentin. Welcher sind ja so ein Völkchen, die so ein bisschen ungewöhnlich leben, teilweise noch 3 oder 4 Familienkeller haben, das würde eigentlich. Ja, ja. Ist doch jemand, der eventuell auch nach Österreich passen könnte. Vom Gesicht her absolut degeneriert und so. Meine Damen und Herren, Josef Hader ist auf der Durchreise heute Abend. Ich glaube, Kinopremiere in Köln oder zumindest eine Vorstellung Ihres aktuellen Films. Ja. Wenn Sie nicht wissen, das kann ja sein, wer Josef Hader ist. Wir haben was für Sie vorbereitet, ein kleines Geschenk für Sie und vor allen Dingen für Sie, liebe Unwissende da draußen. Das ist Josef Hader. Meine Herren, lassen Sie Ihre Frauen besser angekettet, denn the Wiener Schmäh is in the house. Und dieser Hader ist so erfolgreich, witzig und beliebt, dass er eigentlich Deutscher sein müsste. Na, zum Glück haben wir ja noch Mozart, Udo Jürgens, William Kohn und Christoph Waltz. Eat this, Schweiz! Faster, Hader, Josef. Geboren als schönstes, schlauestes und einziges Kind seiner Eltern, wuchs der kleine Josef auf dem elterlichen Bauernhof auf. Im feuchtwarmen Altherrenschoß der katholischen Kirche entschied sich Hader ganz bewusst gegen eine Jugend als Partyhengst und wurde stattdessen Chorsänger, Ministrant und Bettnässer. Später begeisterte Österreichs erfolgreichster Export seit dieses größenwahnsinnigen Bartträgers mit Kabarettprogrammen wie Privat und Im Keller fast alle 47.928 Einwohner seines Heimatlandes. Für seine Filme, seine Bücher und seine traurigen Augen erhielt der auf Lunge rauchende Melancholiker unter anderem den Fernsehpreis, den Grimme-Preis, den Göttinger Elch und die goldene Vielmann-Kundenkarte. Liebe Rockerbanden und Gangsterrapper, merkt euch eins. You may be hard, but Josef is harder. Josef Hader. Sehr schön. Oh. Bedienen Sie sich. Die erste Frage muss erlaubt sein. Ich bin auch mal 2, 3 Wochen mit so einem Schnurrbart im Gesicht rumgelaufen. Ist das ein Privatschnurrbart oder ein Dienstschnurrbart? Dienstschnurrbart. Ich soll Stefan Zweig spielen im Frühjahr. Ach, guck an. Ich weiß noch nicht genau, wie das geht, aber ich habe mal den Bart hinzugelegt.
Ist das so, dass man als, also Sie sind ja Kabarettist, ich glaube im Hauptberuf, oder ja. Sind Sie mittlerweile, also Hauptberuf ist Kabarettist und dann Schauspieler, es gibt ja bei Schauspielern diese berühmte Zwischen-den-Filmen-Frisur, wo man sie einfach gehen lässt, wo man einfach mal man selber ist und so ein Schnurrbart könnte Ihnen doch auch stehen dafür. Ich mache nur alle paar Jahre einen Film, dadurch wäre das zu lang. Den möchte ich nicht so lange haben, den Schnurrbart. Sie sind ein absoluter österreichischer Superstar. Ich habe es im Warm-up schon mal gesagt. Ich glaube, der einzige Superstar, der noch lebt. Hitler ist tot, Falco ist tot, Conchita Wurst ist, glaube ich, verschwunden irgendwo. Das ist eine Bürde als jemand, der so ein prominenter Österreicher ist und vor allem in Deutschland so einen Erfolg hat, oder? Ich bin, glaube ich, der einzige Kabarettist, der in Deutschland... Von so einer Stiftung, die derzeit in Braunau am Inn überlegt, was man mit diesem Hitlerhaus, ja. in dem er geboren wurde, machen soll. Und die fragen wohl offensichtlich so Leute, die mehr oder weniger Z- oder Sonderzeichen-Promis sind. Und haben auch mich gefragt, was würden Sie mit dem Haus machen? Ich habe mich der Antwort verweigert, weil ich es gar nicht wusste. Hätten Sie eine Idee, was man mit Hitlers Geburtshaus machen können, sollte, dürfte? Ich finde jetzt momentan finde ich es eigentlich eh schön, weil es ist ja keine Aufschrift drauf. Man weiß nicht, dass es Hitlers Geburtshaus. Genau, weil man Angst hat, da kommen dann die falschen Wallfahrer hin. Mhm. Also ist das Haus dadurch gekennzeichnet, dass immer eine Gruppe Japaner davor steht und Fotos macht. Und wenn man sie anredet, dann grinsen sie immer und sagen Hitler, Hitler und rennen weg. Wirklich so. Könnte man denn, also erstmal müsste man das ja kennzeichnen, das wäre das Erste. So eine große, riesige Leuchtreklame obendrauf. Hier, Hit, aber vorsichtig, man muss die richtigen Gefühle haben. Vielleicht ja. in der Leuchtreklame mit drin. Und dann könnte man, warum denn nicht, entweder ja, ein Subway unten rein oder sowas. Oder irgendwie, also ich meine, die Leute, machen wir uns nichts vor. Die meisten Touristen kommen nach Berlin und wollen gucken, wo waren die Nazis. Das wird doch in Braunau auch nicht anders sein. Nur in Braunau gibt es fast nichts anderes zu schauen. Man fährt nach Braunau wegen dieses Hauses. Das muss man auch touristisch ausnutzen. Ja, ja, es ist auch eine Gegend, die Tourismus vertragen könnte. Es ist nichts los. Ich war dort, ich habe gespielt an Hitlers Geburtstag. Oh, wie sind da die Straßen geschmückt und die Kinder? Die Kinder geschmückt. Die Kinder sind geschmückt. Nee, es war Staatspolizei in der Vorstellung. Oh. Sie haben aber gesagt, es ist unnötig, an Hitlers Geburtstag fahren echte Nazis nicht hin. Sie sollen auch Hypochonder sein, habe ich gelesen. So ein echter, so ein Show-Hypochonder oder so? Nein. Einer, der nur so ein bisschen... ich habe so einen Scherembel zu Hause, das ist so ein medizinisches Fachbuch, wo man sofort nachschlagen kann, wenn man irgendwas spürt und dann das Schlimmste findet und so. Aber das gibt im Internet auch Probleme. Netdoktor.de zum Beispiel kann man tagelang, nächtelang vorhängen und gucken, wie man von einem Husten auf einmal zu Darmkrebs kommt. Das geht relativ schnell mit so vier Klicks. Und auch so ein Phobiker, was so Berührungen angeht. Also zum Beispiel als Kabarettist und wenn man in verschiedenen Spielorten ist, ein heikles Thema immer Mikrofone. Mikrofone, die dann immer vom Veranstalter gestellt werden, die immer schon so ein bisschen so riechen, als wäre da irgendwie Roberto Blanco vorgestorben. Und auch so bakteriell, glaube ich, nicht ganz so einfach sind. Ich habe mein eigenes mit. Ah, ja. Aber das liegt daran, dass ich einen eigenen Techniker mit habe. Auch aus bakteriellen Gründen, weil die anderen einfach so mich juckt. Damit ich nicht depressiv werde. Wenn man allein herumfährt, wird man irgendwann Blues-Gitarrist. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Und wenn man Kabarett machen will, dann sollte man irgendwie mitnehmen. Und ich habe den mit. Der spielt auch mit in der Vorstellung. Das ist sehr hilfreich. In dem aktuellen Film sind wahnsinnig viele Moped-Szenen. Da habe ich mich gefragt, ob Sie das selbst reingeschrieben haben, weil Sie Moped-Fahren geil finden. Mit dem Moped machen wir so eine österreichische Verfolgungsjagd, die immer langsamer wird. Wir haben uns gedacht, wir machen das umgekehrt. Das beginnt eh nicht. Oder steckt jemand ganz anderes dahinter? Jemand, der nicht möchte, dass wir wissen, dass es ihn gibt? Der Leibhaftige. Ja, Mephistopheles steckt bekanntermaßen hinter zahlreichen Großkonzernen. Doch ohne den Teufel an die Wand malen zu wollen, ist die Botschaft Luzifers wirklich nur so verschlüsselt zu empfangen? Oder schafft es der Pferdefuß auf viel direkterem Weg in unsere Gehirne? Satan. Glauben Sie wirklich, das steht für Satellitenantenne? Ernsthaft? Da war ja 9/11 besser inszeniert. Und jetzt raten Sie mal, wo man die unheilbringenden Schüsseln des Bösen kaufen kann. Amazon. Verkaufsrang 562.545. Addiert man hierzu die Zahl des Teufels, 666, erhält man die Telefonnummer von Michelle Obama. Ihr Florentin Ulfkotte. Vielen Dank, Florentin Ulfkotte, für diese erhellenden Erkenntnisse. Sie sehen das Neo-Magazin Royal.
Hashtag der Woche lautet Ponyboxen. Und wir kommen nun zu unserem heutigen Gast. Er kommt aus dem Land, das die Ponys erfunden hat, denn sie sind letztlich direkt in direkter Linie verwandt mit dem österreichischen Königshaus. Sein aktueller Film, Das ewige Leben, seit 5. März im Kino. Der erfolgreichste österreichische Film seit vielen Jahrzehnten in Österreich. In Deutschland auch erfolgreich ist, aber er ist ein absoluter Superstar, der Superstar Österreichs. Er ist ein wahnsinnig schlechter Interviewgast, hat er mir vorher gestanden. Das macht nichts, denn ich bin ein wahnsinnig schlechter Interviewer. Hier ist Josef Harder! Ja, jetzt kommst du dir hart vor, aber du bist kein Hörner. Ja, jetzt kommst du dir hart vor, aber du bist kein Hörner. Josef, Harder, Faster, Stronger. 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 Ah ja. Hat die Kunde von Udo Ulfkottes Anwesen schon Österreich erreicht? Nein. Oder wohnt da jeder so? Nein. In einem Wald, auf einem autarken Gelände, nur der Pfarrer und der Bürgermeister wissen, wo er ist. So, das ist eine Vorstellung aus den 50er Jahren, wo nur der Pfarrer und der Bürgermeister im Ort was zu sagen haben. Aber was ist ein autarkes Gelände? Keine Ahnung, wahrscheinlich mit so einem eigenen Atomkraftwerk im Keller. Wo selber was wächst, von selber was wächst. Die Österreicher sind ja so ein Völkchen, die so ein bisschen ungewöhnlich leben, teilweise noch 3 oder 4 Familienkeller haben. Das würde eigentlich... Ja, ja. Ist doch jemand... Der eventuell auch nach Österreich passen könnte. Vom Gesicht her absolut degeneriert und so. Meine Damen und Herren, Josef Harder. Check it out now. Neo Magazin Royal mit Jan Böhmermann. Check it out now. Check it out now. Folge 6. Dumm und naiv. Mein Name ist William Cohn. Zu Gast heute Josef Harder. Musik Wendemann und die Freie Radikale. Was geht denn heute im TV-Programm noch? Da ist für die Gedämmte, guck mal, schau mal an. Ja, und die Band ist so frei und radikal. Das ist der Neo Magazin Royal. Und hier ist Jan Böhmermann. In der zweiten deutschen Mediathek und im ZDF Neo und am Freitagabend im ZDF. Schönen guten Abend. Hallihallo, was für ein tolles Wetter draußen. Was für ein schönes Wochenende steht uns vor der Tür. Noch mal kurz ablachen hier in der Nacht im Neo Magazin Royal. Unser Gast heute, Josef Harder. Österreichs Number One Topstar. Gleich nach Reinhard Fendrich und Falco, aber die sind ja bekanntermaßen beide tot. Oder fühlen sich so an. Meine Damen und Herren, alles gut, okay. Vielen Dank. Wir haben die Zeit nicht, denn Sie machen nicht genug Rundfunkgebühren locker, meine Damen und Herren. Wir müssen uns ein kleines bisschen beeilen. Und bevor wir in die Sendung reingehen, gibt es eine etwas tragische Nachricht. Letzte Woche zu Gast, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, war Jürgen Domian, Deutschlands Night Talker Nummer 1. Und nur 3 Tage, nachdem er hier zu Gast war, in dieser Sendung im Neo Magazin Royal, hat Jürgen Domian seinen Rücktritt von seiner 20 Jahre währenden Sendung angekündigt. Und viele Leute haben mich danach gefragt, Mensch, Jan, hat das was mit deiner Sendung zu tun, mit deinem Team? Was ist vorgefallen? Ich habe immer leugnen müssen, durfte nicht die Wahrheit sagen. Und jetzt hier an dieser Stelle kann ich es verraten. Ja, wir hier im Neo Magazin Royal haben sehr direkt mit dem Ende von Jürgen Domians Fernsehkarriere zu tun. Es hat mit den Dingen zu tun, die er in der Sendung gesagt hat, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Das war wirklich schockierend. Wir haben es für Sie nochmal zusammengefasst. Am vergangenen Montag verkündete der beliebte WDR-Talker Jürgen Domian das Ende seiner Show und versetzte damit Deutschland in Schockstarre. Warum ist nach 20 Jahren Domian jetzt plötzlich Schluss?
ist gar sein Auftritt letzte Woche im Neum. Denn selbst hinter Udo Ulfkotte zieht noch jemand die Strippen, nämlich sein Stiefbruder Florentin Ulfkotte. Meine Damen und Herren, haben Sie sich immer schon mal gefragt, warum Sie Ihr Kind gegen Kinderkrankheiten wie Masern oder Kinderlähmung impfen lassen sollen? Ich meine, das sind Kinderkrankheiten. Sag doch das Wort schon, das können doch keine schwierigen Krankheiten sein. Das kriegen doch Kinder so hin, auch ohne Impfung. Florentin Ulfkotte, meine Damen und Herren, unser Mitarbeiter und der Mann, der hinter Udo Ulfkotte die Strippen zieht, deckt auf, wer wirklich hinter der Impfpflicht steckt und weiß vor allen Dingen, was die Satellitenschüsseln auf ihrem Balkon damit zu tun haben. Das sind wahre Fakten. Fasziniert. Wir leben in einer Welt, in der Täuschung und Realität nah beieinander liegen. Lassen Sie mich, Ihr Schaffner des Vertrauens sein. Ausstieg in Fahrtrichtung Wahrheit. Es ist ja hinlänglich bekannt, dass uns Staat, Wirtschaft und Geheimdienste vollständig kontrollieren, indem sie uns bereits im Kindesalter chemische Substanzen verabreichen. Angstwort: Impfpflicht. Doch wer profitiert am meisten davon, den kleinen Mann durch Impfungen zu kontrollieren? Nein, nicht die GEMA. Denken Sie doch mal an die unseriöseste Internetschmuddelseite, die Sie kennen. Richtig. Amazon. Der Beweis ist im Amazon-Einkaufswagen versteckt. Dreht man diesen um, erkennt man deutlich, wie der kleine Mann, also wir, so lange vom Großen geschüttelt wird, bis das Geld aus ihm herausfällt. Nicht umsonst ergibt Amazon rückwärts gelesen Osama. Amazon wurde 1994 in Seattle gegründet. Nirvana-Sänger Kurt Cobain starb 1994 in Seattle. Wer hier an einen Selbstmord glaubt, leugnet womöglich auch, dass MH370 schon vor einem Jahr auf Befehl des Mossad sicher im Jemen gelandet ist. Nirvanas Album Nevermind, ein Anagramm von Doktor, Venen und Im. Eine dreiste Botschaft der faschistischen Impflobby? Oder steckt jemand ganz anderes dahinter? Jemand, der nicht möchte, dass wir wissen, dass es ihn gibt? Der Leibhaftige. Ja, Mephistopheles steckt bekanntermaßen hinter zahlreichen Großkonzernen. Doch ohne den Teufel an die Wand malen zu wollen, ist die Botschaft Luzifers wirklich nur so verschlüsselt zu empfangen? Oder schafft es der Pferdefuß auf viel direkterem Weg in unsere Gehirne? Müsse über einen meterhohen Zaun und dann durch eine Gänseherde. Gänse schlügen noch besser an als Hunde. Hier, da sieht man die Gänseherde. Hier. Ja, was? Ich habe mir ein bisschen die Nägel schön gemacht. So lebt Udo Ulfkotte. Und dann schauen Sie mal, in diesem Turm aus purem Kryptonit, hinter einer 7 Meter dicken Stahlbetontür, in einem faradayischen Käfig aus brennenden Plutoniumstäben, sitzt an einem alten elektrischen Schreibmaschinengerät der Mann, der als Ghostwriter die Bücher und Artikel von Udo Ulfkotte schreibt. Denn selbst hinter Udo Ulfkotte zieht noch jemand die Strippen, nämlich sein Stiefbruder Florentin Ulfkotte. Meine Damen und Herren, haben Sie sich immer schon mal gefragt, warum Sie Ihr Kind gegen Kinderkrankheiten wie Masern oder Kinderlähmung impfen lassen sollen? Ich meine, das sind Kinderkrankheiten. Sag doch das Wort schon, das können doch keine schwierigen Krankheiten sein. Das kriegen doch Kinder so hin, auch ohne Impfung. Florentin Ulfkotte, meine Damen und Herren, unser Mitarbeiter und der Mann, der hinter Udo Ulfkotte die Strippen zieht, deckt auf, wer wirklich hinter der Impfpflicht steckt und weiß vor allen Dingen, was die Satellitenschüsseln auf ihrem Balkon damit zu tun haben. Das sind wahre Fakten. Fasziniert. Wir leben in einer Welt, in der Täuschung und Realität nah beieinander liegen. Lassen Sie mich, Ihr Schaffner des Vertrauens sein. Ausstieg in Fahrtrichtung Wahrheit.
Es ist ja hinlänglich bekannt, dass uns Staat, Wirtschaft und Geheimdienste vollständig kontrollieren, indem sie uns bereits im Kindesalter chemische Substanzen verabreichen. Angstwort: Impfpflicht. Doch wer profitiert am meisten davon, den kleinen Mann durch Impfungen zu kontrollieren? Nein, nicht die GEMA. Denken Sie doch mal an die unseriöseste Internetschmuddelseite, die Sie kennen. Richtig. Amazon. Der Beweis ist im Amazon-Einkaufswagen versteckt. Dreht man diesen um, erkennt man deutlich, wie der kleine Mann, also wir, so lange vom Großen geschüttelt wird, bis das Geld aus ihm herausfällt. Nicht umsonst ergibt Amazon, rückwärts gelesen, Osama. Amazon wurde 1994 in Seattle gegründet. Nirvana-Sänger Kurt Cobain starb 1994 in Seattle. Wer hier an einen Selbstmord glaubt, leugnet womöglich auch, dass MH370 schon vor einem Jahr auf Befehl des Mossad sicher im Jemen gelandet ist. Nirvanas Album Nevermind, ein Anagramm von Dr. Venen